Ich begrüße euch in Folge Dragon Quest 9. Wir sind hier in Blümlingen und wollen heute ins Anwesen von Fräulein Blümli, weil wir sie fragen wollen, ob wir uns ihr Schiff leihen können. Gut, das machen wir einfach mal. Dies ist die Blümli-Residenz. Hier wohnt Blümlingens großzügigste Bürgerin, Fräulein Marion Blümli. Das Schiffsaufseher schickt euch, dann seid ihr natürlich herzlich willkommen. Tretet ein. Dankeschön. So, das wird interessant. Allgemein, die kommende Story wird etwas... Ich weiß nicht, sie ist irgendwie strange, aber auch gleichzeitig irgendwie sehr traurig. Also, seid gespannt. Naja, seid vor guter Hoffnung, was? Ich meine, ihr hofft euch bei Fräulein Blümli lieb Kind zu machen, Ja, eigentlich schon, wenn wir das Schiff hier haben. So ging es mir auch, und jetzt sind all meine Träume wahr geworden. Sie sind so großzügig, einfach unglaublich. Das ist natürlich toll. Vielleicht gibt es unser Schiff hier einfach und wir können wegsegeln und Spaß haben und weitere Refugien finden. Dass das so einfach geht, glaubt aber auch nur ihr, oder? Naja, wir werden sehen, was passiert. Wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Es ist so, dass ich schon weiß oder so. Nein, überhaupt nicht. So, hier müsste ich doch nicht reinkommen. Ich dachte, hier komme ich rein in den Diebeschlüssel, aber scheinbar nicht. Das ist sad. Hallo. Marion Blümli scheint ein wenig seltsam zu sein. Für so eine große Villa braucht man doch Personal, um alles in Ordnung zu halten. Aber sie hat alle Angestellten entlassen. Vielleicht mag sie Hausarbeit und will deswegen alleine machen. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Das ist ein sehr unaufgeräumtes Zimmer auf jeden Fall, muss man nur sagen. Yay, ein Stärkering. Mal gucken, bei wem der ganz gut wäre. Du hast die rosa Perlen auf jeden Fall. Deine Abwehrschwächen, deswegen für dich nicht. Für dich auch nicht, du behältst allgemeinen Flinkheitsring bitte einmal. Ist beides nicht so gut für dich. Ja, bei dir ist Angriff eh nicht wichtig. Das ist halt so das Ding. Sollen wir mal die Flinkheit stärken? Nee, dann lasse ich das. Dann lasse ich das. Ist okay, aber das brauche ich jetzt nicht. Was ist das hier für ein Zimmer? Das zeigt mal wieder, wie gut es war, die Reinigungskräfte zu entlassen. Ist mal ganz ehrlich. Genau dieses Zimmer zeigt das sehr gut. Oh, Junge. Egal. Ich bin gespannt, Fräulein Blümli zu sehen. Dort drin sitzt sie wahrscheinlich. Hi. Ist sie nicht wunderschön? Fräulein Blümli hat mir diese Kette als ein Zeichen mit unserer Freundschaft geschenkt. Ehrlich. Das ist natürlich sehr nett von ihr. So. Aber wir gehen mal rein, würde ich sagen. Kleines Haus vielleicht erkundet, deswegen können wir reingehen. Guten Tag, ihr beiden. Womit wollt ihr mich heute belustigen? Nun, Marion, ich meine Fräulein Blümli, ich dachte mir, irgendwas Süßes wäre nett. Und so habe ich euch diesen köstlichen Biskuit gebracht. Ich hoffe, er mundet euch. Ein Biskuit erdbeerfarbig? Danke. Ja, ich werde ihn in unsere schönsten Vasen setzen und ausstellen. Fräulein Blümli, das ist ein Kuchen, kein... Ich meine, naja, natürlich, wie erwünscht. Marion, wollt ihr nicht wissen, was ich für euch habe? Was ist es denn? Kleider sind noch viel besser als Essen, nicht wahr? Und da ihr immer dieselben alten Schleifen tragt, habe ich eine neue für euch. Ich will sie nicht. Was? Aber was? Warum? Sie ist wirklich hübsch. Wenn ich nicht will, will ich sie nicht. Meine einzig wahre Freundin trägt die gleiche Schleife. Sie sind jeder Hinsicht perfekt. Ich kann es nicht einfach so ersetzen. Nein. Nein, gebt mir aus den Augen. Ich will euch nicht mal sehen. Aber ich... Wer seid ihr? Seid ihr neuer Freund? Ich scheine schon mal sehr seltsam zu sein, wie es uns gesagt wurde. Na, was geht bei dir ab? Fräulein Blümli hat eine blühende Fantasie, nicht wahr? Diese Idee, einen Kuchen auszustellen in einer Vase. Am Anfang war es seltsam, aber jetzt habe ich mich an ihre Art gewöhnt. Ich frage mich, was als nächstes kommt. Gute Frage. Ich war mir so sicher, dass ihr die Schleife gefällt. Was soll ich nur tun, wenn die Dinge zwischen uns jetzt so bleiben? Tja, dann hast du verkackt, würde ich sagen.
Set. Okay, hi Marion. Freut mich, euch kennenzulernen. Wir kennen uns doch noch nicht, oder? Hm, mein Schiff? Ihr wollt mein Schiff? Sicher, ihr könnt es haben. Nehmt es einfach und macht damit, was ihr wollt. Ich möchte euch nur bitten, euren Freunden... Hä? Ihr seid nicht wie die anderen. Ihr wollt zu Marion, nicht wahr? Du stehst da vor uns. Das lasse ich nicht zu. Nein, 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 nein. Ich hasse euch. Ihr seid kein Freund. Ich nehme alles zurück. Ihr könnt mein Schiff nicht haben und es geht. Aber Fräulein Blümli, es besteht keinerlei Grund zur Aufregung. Ja, am besten vertragen wir uns alle wieder. Wir sind auch Freunde, oder Marion? Nein, nein, nein. Ich hasse euch. Euch alle. Raus, 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 raus. Ach du meine Güte. Bis morgen dann, Fräulein Blümli. Auf Wiedersehen. Oh nein, Fräulein Blümli scheint wieder eine ihrer Launen zu haben. Den Rest des Tages geht ihr besser aus dem Weg. Oh, hallo, dafür aussehen, Fräulein Blümli. Was ist denn bei ihr kaputt? Wer ist das denn? Ist das ihre Freundin, von der sie gesprochen hat? Und die ist wohl ein Geist, oder was? Puh, was für ein verblüpptes Girl. Was? Warum sie wohl derart aus der Haut geflogen ist? Das kam so plötzlich. Ich würde dir doch vorerst aus dem Weg gehen. Andererseits, wenn du das nicht wieder ins Reine bringst, biegst du mein Schiff nie. Aber vielleicht gibt es ja hier jemanden, der weiß, wie man dir umgehen muss. Ja, so jemanden gibt es. Und zwar ihre alte... Ja, das Zimmermädchen, wie auch immer es war. Die haben wir am letzten Part getroffen. Na, was geht bei euch ab? Passt auf, wie euch Fräulein Blümli gegenüber benehmt. Ihre Stimmungsschwankungen sind berüchtigt. Sie hat sämtliche Haushaltsangestellte entlassen. Einfach so, ohne Grund. Hm? Was aus ihnen geworden ist? Ich glaube, sie arbeiten jetzt alle in der Herberge. Ja, das wurde uns gesagt, stimmt. Puh, was für ein Schock. Da ist sie komplett ausgerastet. Ihr wusstet bestimmt gar nicht, wie euch geschieht, was? Wie schön, als soll sie ein nettes, kränkliches Mädchen sein. Aber sie scheint mit mir voller Elan und gar nicht so nett. Das ist alles eure Schuld. Nur wegen euch ist Fräulein Blümli so wütend geworden. Wie soll ich denn jetzt noch an sie ankommen? Ihr müsst es wieder in Ordnung bringen, hört ihr? Verdammt am besten ihr früheres Kindermädchen, was ihr tun könnt. Ja, dir ist es nur nach dem Ruhm und nach dem Geld und sowas aus, scheinbar. Wie eklig die ist. Wie soll ich jetzt an sie herankommen? Ganz ehrlich. Hm, wo ihr das Kindermädchen finden könnt, sie wohnt direkt gegenüber der Villa. Da gehen wir auch gleich hin. Als Kind war Fräulein Blümli fast immer krank. Sie durfte nie draußen spielen und hat nur aus dem Fenster gestarrt. Heute verhält sie sich eher wie eine verwöhnte kleine Dame. Aber immerhin geht es ihr gut. Ja, das ist wohl das Wichtigste. So, hallo. Stimmt, ich war Fräulein Marions Kindermädchen. Und ich muss sagen, mir fehlt die Arbeit. Gütiger Himmel, seid ihr sicher? Sie hat sich in ihr Zimmer eingeschlossen? Oh nein, das ist ja schrecklich. Ich weiß noch nicht, ob ich helfen kann. Vielleicht will sie mich ja gar nicht sehen. Seit es ihr besser geht, ist sie wie ausgewechselt, kaum auszuhalten. Mit uns Angestellten redet sie überhaupt nicht mehr. Ich weiß wirklich nicht. Nein, Moment, ich kenne jemanden, dem sie wahrscheinlich zuhören würde. Der Spielzeugmacher, er hat die Puppe gebaut, in die sie so vernarrt ist. Er wohnt gleich neben der Kirche. Ja, wenn Mario wieder einen ihrer Wutanfälle hat, ist der Spielzeugmacher unsere einzige Chance. Okay, dann sollten wir einmal ganz schnell zum Spielzeugmacher gehen. Ja. Das wäre wohl das Beste. So, das müsste hier in den Laden sein. Ich weiß jetzt nicht, das bist du, oder? Ja. Hallo, schön euch kennenzulernen. Ich bin Kasper. Früher war ich... war das mal meine Werkstatt. Ich war Spielzeugmacher. Aber es ist lange vorbei. Ich bin jetzt im Ruhestand. Wie bitte? Weil ich mit seiner Puppe für Fräulein Marion Blümli gemacht habe. Aber wisst ihr das? Aha, ihr habt mit einem Kindermädchen gesprochen, mit ihrem Kindermädchen gesprochen, richtig? Ja, das waren noch Zeiten. Aber warum alles in der Welt wollt ihr das wissen? Was? Marion verhält sich seltsam und hat sich in ihren Zimmer eingesperrt? Oje, oje, das ist nicht gut. Vielen Dank, dass ihr mir Bescheid gesagt habt. Ich weiß noch nicht warum, aber Fräulein Blümli hatte immer eine Schwäche für mich. Selbst wenn sie all ihre Dienstboten aus dem Haus gejagt hatte, ich durfte immer mit ihr sprechen. Warum gehen wir nicht drüber? Vielleicht kann ich sie ja überreden, aus ihrem Zimmer zu kommen. Ja, das wäre eine gute Idee, denke ich mal.
Hallo, Fräulein Blümli, ich bin's, Kasper. Marion, hörte mich? Was ist denn los, meine Liebe? Ist das hoffentlich nicht wieder krank? Die Tür ist nicht verschlossen. Vielleicht ist sie ja irgendwo hingegangen. Ich komme jetzt rein, Fräulein Blümli. Das ist aber seltsam. Hier ist niemand. Weder Marion noch die Puppe, die ich für sie gemacht habe. Hm? Schaut euch das an. Da liegt ein Brief auf dem Bett. Mal sehen. Wir haben bald Mädel. Wenn ihr das Villa haben wollt, müsst ihr eine Knede zur Höhle im Norden bringen. Meine Güte, das ist ja schrecklich. Diese Orthographie. Ich meine, wir müssen sofort Alarm schlagen. Fräulein Blümli wurde entführt. So hat doch Fräulein Blümli wurde entführt. Oh, wer bist du denn? Das wäre dieser Geist von vorhin. Hallo. Und sie geht raus. Spannend. Ja, und guck mal, hier ist ein riesiger... eine riesige Stoffpuppe. Was auch immer das sein soll. Entweder ein Bär, aber das Gesicht sieht komisch aus irgendwie. Mama und Papa. Mhm. So. Hä, wo sind die hin? Marvin liest die Inschrift auf dem Grabstein. In Gedenken an meine einzig wahre Freundin. Mögest du in Frieden ruhen. Dieser Geist war Marion doch wie aus dem Gesicht gespuckt, oder? Was da wohl vor sich geht? Glaubst du, unserem kleinen, stinkreichen Freund ist etwas passiert? Sie ist meine einzig wahre Freundin. Aha, sie ist es! Ich bin Marion Blümli. Das ist meine letzte Ruhestätte. Das Mädchen, das arme Mädchen, das entführt wurde, ist meine Puppe, Marinette. Meine liebe Marinette, der von dieser seltsamen Frucht ihr Leben eingehaucht wurde. Ich war nicht wie die anderen Kinder. Ich durfte nie draußen spielen. Marinette war meine einzige Spielkameradin. Sie war alles für mich. Wir haben jeden Tag zusammen gespielt. Ich war sehr, sehr glücklich, aber... Als ich meinen Zustand verschlechterte, wusste ich, es war nur eine Frage der Zeit, bis mich ein himmlischer Ruhe entkäme. Und dann, eines Tages, brachte mir ein Diener eine seltsame Frucht, von der es hieß, sie könne alle Krankheiten heilen. Sie war wunderbar golden, wie die Sonne, aber es war zu spät für mich. Damals hatte ich die Hoffnung bereits aufgegeben. Ich war sicher, dass mein Leben schon bald zu Ende war. Dass mich nichts mehr retten konnte, nicht mal diese Frucht. Sieh mal, Marinette, ist sie nicht hübsch? Wie ein strahlender Stern. Und wie sie duftet. Ja, köstlich. Warum isst du sie nicht mit mir? Ich würde sie gern mit dir teilen. Stell dir nochmal vor, Marinette. Stell dir vor, du könntest laufen und sprechen wie ich. Das wäre so schön, wenn du auch nur lebendig wärst, dann hätte ich wenigstens eine wahre Freundin, bevor ich... den Himmlischen, sie kommen, um mich zu holen. Du bist Marion, du bist meine Freundin. Ich wäre so froh, endlich mit dir sprechen zu können. Marinette, du bist tatsächlich... Aber warum jetzt? Gerade dann bin ich... Das ist nicht gerecht. Wie meinst du das? Ich bin... Marinette, ich hinterlasse dir alles, was ich besitze. Meine Habseligkeiten gehören nun dir. Ich gebe dir mein Leben. Aber wenn die Leute merken, dass du eine Puppe bist, wirst du nicht bleiben können. Du musst so tun, als seist du ich. Ich hoffe, du hast ein schönes Leben als Marion. Lebe das Leben, das ich nie hatte.
suche dir viele Freunde. Ich konnte es nie. Marinette hat mich in dieses geheime Grab gelegt, damit niemand merkt, dass sie nicht ich ist. Guter Himmlischer, das ist alles meine Schuld. Bitte, ihr dürft Marinette nicht bestrafen. Lieber Himmlischer, bitte helft Marinette. Helft meiner einzig wahren Freundin. Moment mal. Dieser Fügi hat eine Puppe in dieses launische kleine Mädchen, Madame verwandelt. Ich tue wohl nicht recht. Aber wenn du so einen Hilferuf hörst, kannst du ja wohl kaum dich blindstellen, oder, guter Himmlischer? Das wäre so beschlossen. An die Arbeit. Du hast eine Puppe aus den Fäden des Schicksals zu befreien. Ja, und das meinte ich vorhin. Es ist halt echt irgendwie ein bisschen seltsam, aber andererseits auch voll traurig irgendwie. Ich will ja nicht. Zumindest sehe ich das so. Ja. Gut, dann machen wir uns auf in die Höhle im Norden, würde ich sagen. Und das ist halt auch das, was ich an der Dragon Quest Serie liebe. Es gibt einfach voll viele kleine Stories, quasi jede Stadt hat seine eigene Story und die verbinden sich alle zu einer großen Story. Das ist einfach so toll in dieser Spielreihe. Das ist einfach so toll. Deswegen ist Dragon Quest wahrscheinlich meine liebste Spielreihe. Ich bin mir da sicher zwischen Final Fantasy und Dragon Quest, einer von den beiden. So, jetzt haben wir hier die Höhle im Norden. So. Was zum Teufel sollen wir jetzt tun? Tut mir leid, Boss, aber wie es aussieht, hat die Kleine keine Familie mehr. Und ihre Dienstboten hat sie alle rausgeschmissen. Niemand wird merken, dass sie verschwunden ist. Stimmt, das war schon ein wenig einsam dort. Was bist du für ein Depp? Aber so schnell gehen wir nicht auf. Selbst wenn sie keine Familie hat, muss es doch irgendwo Freunde geben. Nur Geduld, es wird schon jemand mit der Kohle auftauchen, ganz sicher. Geduld? Du bist ein Genie, Boss. Einfach dann das Genie. Ja. Wow, was ist jetzt passiert? Ich habe mich voll erschrocken, gerade weil plötzlich der Kampf gestartet ist. Das kam unerwartet, weil... Ist der Gegner in mir gespawnt oder was? Ich habe mich ja keinen Schritt bewegt, deswegen muss es so sein. WTF. Das war toll, ja. Okay, genau, jetzt sind wir hier in der wundervollen Höhle im Norden. So, müsst ihr auf den gehen, der direkt schon geschwächt Abwehrkraft hat, das ist voll doof von euch, wisst ihr das? Das ist halt echt mega doof von euch. Tja, und dafür seid ihr jetzt tot. Tja, so ist das nun mal. So, wieso war gerade kurz die Musik weg, das war seltsam. Hi, na? Wie geht's? Bock zu kämpfen? Ach ja. Das sollte relativ schnell gehen. Ich find's voll gemein, dass diese seltsamen Viecher zweimal angreifen können. Aber was soll's. Soll mich nicht so kennen. So. Und Bams. Und dann gibt dir Benny den Rest. Tschüss. Sehr schön. So. Gut, dann würde ich sagen, wir setzen uns mal hier hin. Ein klappriger Stuhl. Achso, ich muss das Schild lesen wahrscheinlich. Willkommen. Nee, willkommen. Bitte reinkommen und hinsetzen. Mit Ä. Es ist so genial. Hm? Ich habe noch Schritte gehört. Los, wir schauen mal nach. Was macht ihr denn hier? Oder habt ihr das Lösegeld bei euch? Wieso kommt Blumen aus deinem Kopf? Schön. Willkommen in unserem Versteck.
Ist nichts Großartiges. Wir haben halt nicht viel, wisst ihr? Nicht sagen, ich kann mir schon denken, wer ihr seid. Ihr seid, Blümlis. Auf jeden Fall ist er so ein reicher, ferner Pinker, nicht wahr? Mann, ich wusste, dass sich die Entführung lohnt. Aber keine Sorge, der jungen Dame geht's gut. Wir haben ihr kein Haar gekrümmt. Wo das Mädchen? Falls euch nichts ausmacht, dann wollen wir jetzt warten. Warum dauert das so lange? Boss, wir haben ein Problem, Boss. Was ist denn? Sie ist weg. Der Vogel ist rausgeflogen. Sie ist was? Ja. Ich würde sagen, wir suchen im nächsten Part nach Fräulein Blümli. Bis dann und ciao, euer Vero. Tschüss.